Hallo und herzlich willkommen zur Kinderbibliothek. Mein Name ist Wenke Bönig. Heute möchte ich Ihnen dieses Kinderbuch von Gary Bolland vorstellen. Wie versteckt man einen Bären? Es ist 2014 im Ravensburger Verlag erschienen und für Kinder ab 7, 8, 9 Jahre geeignet. Die Geschichte, die in drei Teilen erzählt wird, umfasst circa 94 Seiten. Das ist eine Hardcover-Ausgabe. Sieht die Rückseite aus. Britta Keil hat das Buch aus dem Englischen übersetzt und Volker Friedrich die Illustrationen für die deutsche Ausgabe geschaffen. Der Schriftgrad ist recht groß. Es lässt sich eben ganz gut lesen. Kurz zur Geschichte. Der Bär Marco, ein Grizzlybär, ist aus dem Zoo ausgebrochen und klopft eines Tages an Patricks Haustür an, eröffnet ihm und lädt ihn ein zu sich nach Hause und freundet sich mit dem Bären an. Der Bär versteckt sich dann bei Patrick zu Hause und überall wird nach dem Bären gesucht, aber Patrick bzw. der Bär Marco finden immer wieder Möglichkeiten, ihn gut zu verstecken. Eines Tages gründen sie gemeinsam mit Patricks Mutter eine Band, treten auf, sind sogar recht erfolgreich. Aber natürlich wird irgendwann entdeckt, dass der Sänger der Band der Grizzlybär Marco ist. Er wird zurück ins Zoo gebracht und Patrick und seine Mutter versuchen ihn zu befreien. Gary Boland ist ein irischer Autor, das Der Plot von seiner Geschichte ist an sich schon recht abstrus, verrückt und hätte wirklich viel Potenzial für eine gute Kinderbuchgeschichte, aber leider gelingt es ihm erzählerisch nicht, wirklich zu überzeugen. Das liegt vor allem daran, dass seine Figuren sehr, sehr stereotyp daherkommen und schablonhaft sind. Also, der Bär Marco ist extrem höflich, sehr zuvorkommend und kann ganz schnell neue Dinge für sich ausprobieren und zu perfektionieren und bringt die ganz schnell. Also er lernt in wenigen Tagen Saxophon spielen oder er versteckt sich immer super. Er ist, wie gesagt, extrem höflich. Und ähnlich funktioniert das auch mit Marcos Mutter. Die kann auch immer alles recht gut, also zumindest so im künstlerischen Bereich. Und das auch bei den anderen Nebenfiguren so, dass sie immer so stereotyp daherkommen, so schablonenhaft. Und es fehlen also die Zwischentöne. Und man wird das einfach langweilig, weil das im Grunde so Wiederholungen sind. Also da fehlt einfach ganz viel so an Lebendigkeit und an Überzeugungskraft. Also es ist dermaßen abstrus, dass es nicht mal, es gibt ja so abstruse Bücher, die dann wieder schön sind in ihrer Abstrusität. Und das ist einfach dann langweilig. Ich gebe trotzdem mal eine Leseprobe. Und zwar, das ist die ganz am Anfang, die Stelle, als der Bär Marco bei Patrick an die Tür klopft. Patrick öffnet immer die Tür, seine Mutter kocht den perfekten Tee mit Milch und Zucker. Und also er klopft dann an und es geht so. Er war so riesig, dass fast kein Licht mehr vom Flur hereindrang. Sein Blick fiel auf den Fernseher. Es lief Werbung. Hast du die Nachrichten gesehen? Fragt der Bär. Es könnte nämlich sein, dass sie über mich berichtet haben. Ja, echt cool. Hast du eine Bank überfallen oder so etwas? Wer war es denn, Patrick? Rief Mama aus der Küche. Ich antwortete nicht. Der Bär schlurfte ins Wohnzimmer und setzte sich in Mamas Sessel. Ich bin Marco, sagte er. Möchtest du Milch und Zucker in deinen Tee? Fragte ich ihn. Bitte nur Milch, kein Zucker, ich versuche gerade abzunehmen. Mama, unser Gast hätte gerne eine Tasse Tee mit Milch ohne Zucker, rief ich. Bekommt deine Mama denn keinen Schreck, wenn sie mich hier sitzen sieht? Fragte Marco. Das glaube ich nicht. Das könnte sie höchstens stören, dass jemand in ihrem Sessel sitzt.
Sofort sprang Marco auf und setzte sich zu mir aufs Sofa. Entweder war er ein sehr höflicher oder ein sehr ängstlicher Grizzlybär. Es muss ulkig ausgesehen haben, wie wir beide so da saßen und auf den Fernseher starrten. »Was guckst du denn gerade?« fragte Marco. Bevor ich antworten konnte, klopfte es leise an der Haustür. Marco neben mir versteinerte. Ich blättere nochmal so ein bisschen durch das Buch, dass ihr noch so einen Eindruck bekommt, vor allem von den Abbildungen, die immer mal wieder hier den Text auflockern. Ja, wie gesagt, mein Eindruck von dem Buch ist sehr ambivalent. So richtig überzeugt hat es mich nicht, vor allem von der Sprachqualität und vom Erzählstil. Deswegen gibt es nur eine mäßige Bewertung von mir. Die genaue Rezension lesen Sie in meinem Blog kinderbibliothek.blogspot.com. Den Link zur Rezension setze ich wie immer in die Infobox. Nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen viel Spaß und Freude beim Lesen mit den Kinder- und Jugendbüchern. Bis zum nächsten Mal, Ihre Wenke Bönisch.